Schönen Abend euch, schön, dass ihr da seid. Heute sind wir tatsächlich eine kleine, aber feine Runde. Das liegt ein wenig daran, weil es ein sehr spezifisches Thema ist. Die Künstlersozialkasse ist bei weitem nicht für jeden Selbstständigen relevant und auch bei weitem nicht für alle Selbstständigen, für die wir quasi auch Mandatschaft übernehmen können, sondern es ist wirklich für eine kleine Gruppe. Aber diese kleine Gruppe hat eine Menge Fragen und ist auch häufig verunsichert. Und genau, es gibt viele, viele Anliegen rund um die Künstlersozialkasse. Meine Erfahrung ist auch, dass die generell die Steuerberater generell jetzt nicht unbedingt die größten Experten sind, was Künstlersozialkasse betrifft. Und deswegen dachte ich mir, gehe ich einfach mal auf dieses Thema heute ein. Das ist quasi die Agenda für heute. Ich möchte erst einmal beantworten, was ist denn das eigentlich? Das heißt, was ist eigentlich die Künstlersozialkasse? Wann und für wen ist sie eigentlich relevant? Was macht die eigentlich so genau? Welche Voraussetzungen musst du erfüllen, um quasi von der Künstlersozialkasse aufgenommen zu werden? Und auch da gibt es eine ganze Menge Verwirrung. Muss ich? Darf ich? Kann ich? Für wen gilt es eigentlich? Wie viel kostet mich das Ganze? Das heißt, wie hoch ist eigentlich der Beitrag? Was macht die Künstlersozialkasse, und deswegen hier vielleicht schon mal die häufigste Frage schon mal erwähnt, wofür steht eigentlich, also wie wird das abgekürzt, weil ganz häufig liest man immer von KSK, das steht natürlich für Künstlersozialkasse. Was es auch häufig gibt als Abkürzung ist die KSV, das ist die Künstlersozialversicherung, aber die Künstlersozialkasse sagt eigentlich was, das ist die Institution, das ist die Kasse, und die Versicherung ist halt die Art, wie du da versichert bist. Genau, und was sind die Leistungen, was ist der Vorteil für alle Leute, die da drin versichert werden können? Dann stellt sich generell eine riesengroße Frage, immer wenn es um Versicherungen geht, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, stellt sich immer die Frage, was ist günstiger für mich? Gesetzlich versichert oder privat versichert? Auch auf diese Frage möchte ich heute einmal eingehen. Hier muss ich aber dazu sagen, ich kenne mich zwar relativ gut aus irgendwie mit steuerlichen Themen, aber bin kein Versicherungsexperte. Also ich bin kein Versicherungsvertreter, Versicherungsexperte. Ich kann euch nur so aus der langen Jahre Erfahrung, die ich so gemacht habe als Selbstständiger, erzählen, was vielleicht Sinn ergibt, was sind die Vor- und Nachteile und so weiter, was für dich persönlich jetzt am besten ist oder Tarife vergleichen oder sowas. Dafür solltest du idealerweise mit einem Experten sprechen, beziehungsweise nach dem Webinar auch denken, dass es gar nicht brauchst, mit einem Experten zu sprechen. Und anschließend die große Frage, wie werde ich eigentlich Mitglied? Das heißt, wie läuft das Ganze eigentlich, wenn ich denn da rein muss oder kann oder will? Aber da wir uns heute kennenlernen, muss ich mich, glaube ich, ab der nächsten Woche dann auch nicht mehr selbst vorstellen. Mein Name ist Melchior, ich komme aus Berlin. Ich bin auch gerade in Berlin, weil unser Büro in Berlin ist. Ist aber tatsächlich, wo seid ihr? Bin ich immer ganz neugierig. Von wo schaut ihr gerade zu? Schreibt das gerne mal in den Chat rein. Ansonsten, ich habe irgendwas mit Steuern studiert. Ich habe Wirtschaftswissenschaft mit Schwerpunkt Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung studiert. Ich bin auch gelernter Steuerfachangestellter. Das heißt, ich bin in Kanzlei gegangen, relativ kleine Kanzlei. Wir waren 10, 15 Mitarbeiter, habe da sehr viele Solo-Selbstständige betreut, also Friseure. Wir hatten ein paar Handwerkerbetriebe. Ich hatte eine Hebamme, ich hatte zwei Restaurants, das war so ein klassischer Mandantenstamm. Auch ein paar digital arbeitende Selbstständige. Und anschließend war es mir ein bisschen zu langweilig da und dachte, ich will die große Welt sehen. Bin zu KPMG gegangen, dachte, große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, da passiert bestimmt ganz viel. Habe festgestellt, dass das Thema immer noch relativ langweilig ist und habe mich selbstständig gemacht. Und bin inzwischen seit 15 Jahren tatsächlich selbstständig. Unglaublich. Aber wahr, davon sind, muss ich mir rechnen, 7 Jahre Teilzeit und 8 Jahre Vollzeit. Das heißt, ich habe alles, jeden steuerlichen Fehler, den man so machen kann, nicht nur erst in der Theorie kennengelernt, sondern anschließend auch feststellen müssen, dass ich ihn auch machen kann. Das heißt, ich habe tatsächlich auch viel Praxiserfahrung gesammelt und weiß, wie nervig das ganze Thema sein kann. Weil es so nervig ist und weil ich aber die bisherige Lösung von vielen Steuerberatern oder zumindest von meinen früheren Arbeitgebern irgendwie langweilig und ätzend fand und relativ weit weg von der Lebenswirklichkeit von Selbstständigen, habe ich mich im letzten Jahr dazu entschieden, es besser zu machen. Und deswegen habe ich das ganze Projekt Kontist Steuerberatung als Mitgründer mitbegleitet, bin Kanzleimanager da
Bin für ganz viele unterschiedliche Sachen verantwortlich, zum Beispiel fürs Recruiting. Wenn du Steuerfachleute kennst, die einen coolen Arbeitgeber suchen, dann mach ihn gerne aufmerksam darauf, dass wir dringend immer neue Leute suchen, gute. Bin aber auch zum Beispiel dafür da, hier regelmäßig Webinare zu veranstalten. Ansonsten würde ich quasi einsteigen mit der ersten Frage, die ich in diesem Webinar beantworten will. Was ist eigentlich die Künstlersozialkasse? Die Künstlersozialkasse sorgt für Künstler, also Künstler ist so ein bisschen allgemein gegriffen. Künstler sind insbesondere die Leute, die Musik darstellen, bildende Kunst schaffen. Muss ich gerade erstmal ablesen. Also Musik darstellend, bildende Künste, die sie ausüben oder lehren, die werden von der Künstlersozialkasse erfasst. Gleichzeitig gehört dazu auch Publizisten. Dazu gehören zum Beispiel Journalisten, Schriftsteller und generell andere Leute, die schriftstellerisch tätig sind. Für diese Berufsgruppe ist die Künstlersozialkasse da. Also diese Berufsbegriffe, die wandeln sich natürlich mit der Zeit. Wenn ich mir heute mal umgucke, was ist so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und auch unter unseren Mandanten, wie bezeichnen die sich eigentlich, welche Berufsbezeichnung gibt es, dann ist das schon anders als das, was man halt vor 20 Jahren gesagt hat. Also ein UX-Designer, UI-Designer, Webentwicklung. Die Übergänge sind sehr fließend und ganz viele Leute, die zwar auch irgendwie in einem, ich würde mal sagen, auch in einem kreativen, künstlerischen Rahmen sind, machen aber teilweise auch was anderes. Wenn ich jetzt aber beispielsweise auf YouTube Kurzfilme veröffentlichen und die Kunst im Mittelpunkt steht, dann bin ich auch ein unter Umständen ein Künstler, der darstellende Kunst macht und kreiert und damit Geld verdient. Deswegen kann ich unter Umständen sogar als jemand, der auf YouTube aktiv ist, von der Künstlersozialkasse quasi erfasst werden, klingt jetzt so böswillig, sondern kann unter Umständen für mich die Künstlersozialkasse da sein. Und für diese Berufsgruppen ist die Künstlersozialkasse da. Und diese Berufsgruppen, die haben einen großen Vorteil, was die Sozialversicherung betrifft, weil die Künstlersozialkasse bezuschusst nämlich die Sozialversicherungsbeiträge, also insbesondere die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung und die Rentenversicherung. Und damit wird quasi die Künstlersozialkasse oder ist die Künstlersozialkasse so ein bisschen sowas, und ich mache das ein bisschen in Anführungszeichen, warum sage ich, es ist quasi die Krankenkasse der Freiberufler. Nicht Freiberufler, sondern insbesondere die der kreativen Designer, Journalisten und so weiter. Es ist also die sowas wie die Krankenkasse für diese Berufsgruppen. Denn es gibt einen Unterschied zwischen der Krankenkasse, also der, zum Beispiel der gesetzlichen Krankenversicherung oder der gesetzlichen Rentenversicherung und der Künstlersozialkasse. Weil die Künstlersozialkasse selbst kein Leistungsträger ist. Das heißt, wenn du in der Künstlersozialkasse bist, hast du keine andere Rentenversicherung, als wenn du direkt gesetzlich Rentenversichert wärst. Künstlersozialkasse ist nur für die Koordinierung da, für der Beiträge. Das heißt, die kümmern sich nicht darum, also die sammeln selbst nicht Geld ein, um später dann die Renten zu zahlen oder im Krankenfall Gelder zu bezahlen, sondern die koordinieren das nur und sammeln tatsächlich Geld ein. Die kriegen Geld aus vom Bund und die kriegen aber auch Geld von zum Beispiel Agenturen und anderen Unternehmen, die Kreative beauftragen. Wenn zum Beispiel Contest oder die Contest-Steuerberatung, liegt vielleicht nahe, wenn die Contest-Steuerberatung mit Designern zusammenarbeitet, mit selbstständigen, freiberuflichen Designern, die in der Künstlersozialkasse sind, muss Contest quasi dafür zusätzlich noch einen Beitrag in die Künstlersozialkasse leisten. Das heißt so quasi on top. Auch dieser ganze Themenkomplex, wer muss eigentlich an die Künstlersozialkasse Beiträge zahlen, nicht um sich selbst zu versichern, sondern wer muss diese Zuschüsse leisten? Das würde wahrscheinlich auch nochmal ein ganzes Webinar. Das ist ehrlicherweise, sprengt den Rahmen und ich möchte mich hier in diesem Webinar vor allen Dingen an die Künstler und Kreativen richten und nicht an die Agenturen und so weiter, die mit Künstlern und Kreativen arbeiten. Aber so finanziert sich quasi die Künstlersozialkasse. Die sammeln Gelder ein und alle, die über die Künstlersozialkasse versichert sind, denen wird quasi die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge gezahlt. Und zwar Pflegeversicherung, Krankenversicherung und Rentenversicherung. Wenn du dich jetzt fragst, also wenn du zu dieser Berufsgruppe gehörst und dich fragst, wie viel muss ich denn eigentlich bezahlen, das variiert nach Einkommen. Also das ist so ein bisschen wie auch die gesetzliche Rentenversicherung. Ein gewisser Prozentsatz deines Einkommens musst du halt an die Sozialversicherung abführen. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied zwischen Selbstständigen und Angestellten.
bei Selbstständigen schwankt das Einkommen halt. Ein Angestellter, der kriegt zum Beispiel immer 4.000 Euro brutto im Monat und dann ist es jeden Monat halt 4.000 Euro brutto. Das heißt, er weiß in diesem Monat schon, was er nächsten und übernächsten Monat verdient. Das ist bei Selbstständigen, gerade in diesen Kreativberufen, natürlich überhaupt nicht so. Die haben mal Projekte, dann verdienen sie in einem Monat viel, in dem nächsten wieder wenig und so weiter. Und deswegen wird auch nicht jeden Monat ein neuer Beitrag von der Künstlersozialkasse festgesetzt, sondern in der Regel ist das so, du musst regelmäßig der Künstlersozialkasse nachweisen, was du zahlen musst, also nee, was du zahlen musst, was dein Einkommen ist, damit sie dir sagt, was du zahlen musst. So rumläuft das. Das passiert in der Regel, so in der Praxis, immer, wenn du deine Steuererklärung fertig hast. Das heißt, du meldest einmal im Jahr quasi mit der Steuererklärung, mit dem Steuerbescheid, was du in dem Jahr verdient hast und dann justiert quasi die Künstlersozialkasse die Beiträge. Wir haben eine Frage. David, schön, dass du da bist. Erstmal Fotografie. David schreibt, angeblich nimmt die KSK keine gewerblichen Fotografen auf. Also zum Beispiel Werbefotografen, die keine redaktionellen freiberuflichen Aufträge umsetzen. Stimmt das? Tatsächlich kommen wir gleich zu dem Punkt noch, wer geht eigentlich rein und wer nicht und so weiter. Würde ich dich eventuell auf gleich später vertrösten, weil ich komme tatsächlich noch dazu, wer ist da drin und so weiter, weil auch das Antrags- oder Aufnahmeverfahren ist bei weitem nicht so trivial, wie es vielleicht in der Theorie klingt und wie ich es vielleicht erzähle. Ich würde tatsächlich aber in deinem Fall einfach wirklich, um es sehr, sehr praktisch zu machen, die Künstlersozialkasse ist überraschend kommunikativ für so eine Kasse. Das heißt, die haben ein Telefon, mit denen kannst du sprechen und so weiter. Und ich würde tatsächlich, wenn das jetzt speziell für auf deinen Fall ist, würde ich dir immer empfehlen, nicht auf irgendwas zu glauben, was du irgendwo auf einer Internetseite liest oder in irgendeinem Facebook-Gruppen liest oder sowas, sondern ruf tatsächlich einfach mal an, erklär, was du machst und so weiter, weil es ist gerade in Mischberufen, wie zum Beispiel auch Fotografen, es ist schwierig, da eine ganz klare Grenze zu ziehen. Und nur weil das Finanzamt dich als Gewerbetreibender einstuft, heißt es noch lange nicht, dass die Künstlersozialkasse zu dem gleichen Schluss kommt. Das heißt, dass die Künstlersozialkasse muss nicht auf die Einschätzung vom Finanzamt hören. Deswegen ist da immer eine unterschiedliche Abwägungssache und die Künstlersozialkasse bewertet Fälle für sich selbst genommen. Das sind eventuell Indizien, ja, aber wenn es jetzt speziell um dich geht, würde ich dich tatsächlich empfehlen, ruf mal an. Die helfen einem tatsächlich ganz gut weiter. Wir haben auch gerade für Vorbereitung auf dieses Webinar mit ein, zwei Fragen haben wir tatsächlich uns einfach mal gemeldet und der war überrascht, wie kommunikativ sie waren und wie sehr bereitwillig sie uns quasi weitergeholfen haben. Das bin ich zum Beispiel vom Finanzamt nicht so gewohnt. Wenn ich das Finanzamt mal frage und sage, ich möchte mal ein paar Themen für das Webinar abstimmen, dann habe ich noch nie eine Antwort bekommen. Ich habe es ehrlicherweise auch noch nie probiert. In einigen Fällen wäre ich mal glücklich, wenn da jemand ans Telefon gehen würde. Also welche Leistung erbringt eigentlich die Kasse? Das ist im Wesentlichen deren Job. Und zwar übernehmen die, das heißt, welche Leistung erbringen sie, in welchem Rahmen? Sie übernehmen quasi 50% von den Sozialversicherungsleistungen. Also sie zahlen 50% von der Pflegeversicherung, von der Krankenversicherung und von der Rentenversicherung. Es ist sehr vergleichbar mit einem Angestelltenverhältnis. Auch als Angestellter habe ich ein Bruttogehalt, vorhin schon erwähnt, 4.000 Euro beispielsweise, also ganz gutes Gehalt, 4.000 Euro. Und ich zahle als Angestellter ja nur 50% der Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt, ich habe 4.000 brutto, dann geht erstmal Steuern runter. Das ist je nach Steuersatz, je höher das Einkommen, desto höher ist der Prozentsatz. Und dann gehen die ganzen Sozialversicherungen runter. Und was ganz viele Angestellte nicht wissen, ist, dass das nur die Hälfte der Wahrheit ist. Es ist wie so ein Eisberg. Man sieht immer nur die Hälfte, oder beim Eisberg sieht man noch weniger, aber man sieht nur die Hälfte auf der Gehaltsabrechnung. Und was man ganz gerne vergisst, ist, dass die andere Hälfte der Sozialversicherung vom Arbeitgeber bezahlt wird, der aber auch Kosten hat. Das ist natürlich, also je nach Familienstand und Bundesland und Dings und so, also es variiert so ein bisschen, aber so 20-25% zahlt ein Arbeitgeber nochmal an Sozialversicherung tatsächlich für dich. Und das siehst du gar nicht auf deiner Gehaltsabrechnung. Deswegen gibt es auch bei Leuten, die quasi Mitarbeiter anstellen, immer auch noch das Wort Arbeitgeberbrutto. Das ist das komplette Brutto inklusive aller Kosten, die dieser Mitarbeiter verursacht. Und die Künstlersozialkasse ist ähnlich aufgebaut, die übernimmt quasi 50%. Das heißt, sie übernimmt so ein bisschen wie so ein Arbeitgeber, übernimmt einfach 50% deiner Sozialversicherung. Und das hat man sonst als Selbstständiger halt nicht. Und du als Selbstständiger musst dann quasi noch 50% der Sozialversicherungsleistung zahlen. Das klingt nach einem guten Deal. Für die allermeisten. Das heißt, es ist für viele Selbstständige ist das ein ganz attraktiver Deal und viele wollen gerne deswegen auch in der Künstlersozialkasse aufgenommen werden. Grundsätzlich können das alle freischaffenden Künstler und Publizisten.
wie da das Gesamtumfeld, also im Einzelfall bewertet wird, wer ist jetzt, fällt eher da rein und wer nicht und so weiter, sprecht bitte mit dieser Konsumsozialkasse, weil es ist tatsächlich, es ist so eine, es muss, die Einzelfall muss tatsächlich betrachtet werden und gewichtet werden. Ich kann da jetzt nicht allgemeine Regeln sagen, außer dass, wenn du ganz 100%ig klar künstlerisch und publizistisch tätig bist, wenn du zum Beispiel Schriftsteller bist und ausschließlich davon Geld verdienst, dass du Schriftsteller bist und Bücher verkaufst, dann bist du ein ganz, ganz klarer Fall für die Künstlersozialkasse. Ich kann auch ausschließen, dass du in der Künstlersozialkasse bist, wenn du ganz eindeutig etwas komplett anderes machst. Wenn du Handwerker bist und Dachdecker bist und genau dich um Flachdächer kümmerst und die mit Gras bepflanzt, bist du ganz eindeutig nicht in der Künstlersozialkasse drin. Aber ganz viele Kreativberufe sind ja ähnlich, auch wie David, was du gesagt hast, hat man ja auch so ein Portfolio an Dingen, die man macht. Und da muss immer, sollte man immer den Einzelfall anschauen. Was zusätzlich noch eine Voraussetzung ist, du brauchst ein gewissen Mindestverdienst. Das heißt, wenn du dauerhaft, also oder generell, wenn du unter 3.900 Euro pro Jahr verdienst, dann ist die Künstlersozialkasse nichts für dich. Bei Berufseinsteigern, das heißt, wenn du dich gerade selbstständig machst, dann kannst du auch drunter liegen, weil es ist halt, wenn man gründet, kann sein, dass du noch nicht keine Kunden hast und in diesem Jahr läuft das erst ganz, ganz langsam an und du hast viele Ausgaben und so weiter, dann kannst du auch unter diesen 3.900 liegen. Wichtig ist auch, du musst deine Tätigkeit, das heißt deine selbstständige Tätigkeit, musst du erwerbsmäßig, dauerhaft und wesentlich im Inland, also in Deutschland, ausüben. Das heißt, erwerbsmäßig, das muss halt dein Beruf sein. Das heißt, du musst das machen, du musst auf Rechnung schreiben, du musst dein Geld verdienen und deinen Lebensunterhalt finanzieren. Dauerhaft heißt, nur weil du bei Freunden mal aushilfst und auf der Hochzeit ein paar Fotos schießt, bist du noch nicht gleich selbstständiger und musst und sollst und darfst dich auch nicht in der Künstlersozialkasse versichern. Im Wesentlichen im Inland ist auch wichtig, wenn du zum Beispiel viel unterwegs bist. Das heißt, du solltest deine Kunden, deinen Geschäftssitz und so weiter, also wesentliche Teile deiner Selbstständigkeit solltest du im Inland quasi ausüben. Das ist ebenfalls wichtig, weil gerade wenn du jetzt so in den ganzen Bereich digitales Nomadentum gehörst und in der Welt rumwanderst und unter Umständen woanders angemeldet bist, auch dann kommt die Künstlersozialkasse für dich nicht in Frage. Außerdem darfst du nicht mehr als einen Arbeitnehmer beschäftigen. Nicht mehr als einen Arbeitnehmer heißt, du darfst einen halben beschäftigen oder auch drei Viertel beschäftigen. Was ist ein halber Arbeitnehmer? Ist halt zum Beispiel ein Werkstudent, ist zum Beispiel ein 450-Euro-Jobber. Das ist aber auch jemand, der quasi für dich arbeitet, aber nur 20 Stunden arbeitet. Das ist weniger als ein Arbeitnehmer. Das heißt, ein Arbeitnehmer ist quasi ein Vollzeitarbeitnehmer. Wichtig ist auch, der Versicherungspflichtige muss selbstständig sein. Das heißt, er darf nicht angestellt sein. Und generell natürlich alle Angaben, die du da machst, müssen irgendwie glaubwürdig und realistisch sein. Das heißt, wenn du denen irgendwie eine große Geschichte auftischst und erzählst, was du alles Kreatives machst und in Wirklichkeit stimmt das halt einfach nicht, dann werden sie den Antrag auch ablehnen. Vielleicht noch ein Hinweis auch zum Thema Antrag, weil du musst die Mitgliedschaft, also es ist grundsätzlich für die allermeisten, es ist ein attraktives Angebot, die Künstlersozialkasse, und man muss die Mitgliedschaft beantragen. Das heißt, man muss einen Antrag stellen. Dieses Wort führt ein wenig in die Irre, weil dass du etwas beantragen musst, klingt ein bisschen so, als wenn du es freiwillig machst. Das ist aber nicht so. Es gibt tatsächlich diese Berufsgruppen sind pflichtversichert in der Künstlersozialkasse. Das heißt, diese Berufsgruppen, die haben gar nicht die Wahl, ob sie es machen oder nicht, die müssen das machen. Das heißt, du musst es trotzdem beantragen. Das ist so ein bisschen verwirrend. Für dich ist aber wichtig, wenn du in diese Berufsgruppe fällst, dann ist die Künstlersozialkasse definitiv ein Thema für dich und du solltest dich einmal näher damit beschäftigen. Zum Thema Beitragshöhe habe ich schon ein bisschen erzählt. Beitragshöhe richtet sich anhand des Einkommens, wird immer regelmäßig nachjustiert, immer insbesondere dann, wenn du halt einen neuen Steuererklärung und Steuerbescheid hast. Grundsätzlich die Basis für die ganze Berechnung ist immer einmal der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von 18,6%, zur gesetzlichen Krankenversicherung in Höhe von 14,6%, zur gesetzlichen Pflegeversicherung, die unterscheidet sich, also bei Angestellten übrigens auch, gesetzliche Pflegeversicherung zahlen kinderlose Menschen, also über ein gewisses Alter zahlen Kinderlose mehr in die Pflegeversicherung ein als Eltern. Macht der Gesetzgeber so, damit wir nicht aussterben und mehr Kinder gemacht werden. Ob das jetzt mit 0,25% Pflegeversicherung so die große Motivation ist, weiß ich nicht. Aber die Prozente sind halt so. Einfach nur, um euch ein Beispiel zu geben, einfach mal aufgelistet, so sieht das dann ungefähr aus. Das ist jetzt bei einem Jahreseinkommen von 10.000 Euro. Das heißt, wenn ich Schriftsteller bin und 10.000 Euro Einkommen habe im Jahr, dann zahle ich für die Rentenversicherung, habe ich einen Beitragssatz von 18,6%.
Davon zahle ich persönlich als Schriftsteller die Hälfte, das sind 9,3%. Das heißt, ich muss pro Jahr für die Rentenversicherung 930 Euro zahlen. Andern 930 Euro zahlt die Künstlersozialkasse für mich. Genauso sieht es im Wesentlichen bei der Krankenversicherung aus. Krankenversicherung 14,6%. Ich zahle als Schriftsteller dann 7,3%. Das heißt, 730 Euro pro Jahr zahle ich für die Krankenversicherung. Und die andere Hälfte zahlt halt die Künstlersozialkasse. Relativ easy Ding. Aber in dem Fall, ich meine, ein Jahreseinkommen von 10.000 Euro, gehöre ich jetzt nicht zu den Top-Verdienern, habe aber tatsächlich schon eine Ersparnis von, jetzt muss ich schnell im Kopf rechnen, 1.660 Euro im Jahr. Das ist schon, also nur mit der Rentenversicherung, Krankenversicherung, das kann, also es lohnt sich definitiv und ist deswegen auch sehr empfehlenswert. Was mir ebenfalls nochmal wichtig ist, auch hier in diesem Rahmen zu erwähnen, ist, dass dadurch, dass die Künstlersozialkasse kein eigener Versicherungsträger ist, das heißt kein eigenes Leistungsangebot hast, stehen dir alle gesetzlichen Möglichkeiten zu. Das heißt, du bist gesetzlich versichert in der Rentenversicherung oder gesetzlich oder privat in der Krankenkasse und die Leistungen, die du beziehst von der Rentenversicherung oder von der Krankenkasse, daran musst du dich immer schauen, was es da gerade gibt bei der gesetzlichen Krankenversicherung und Rentenversicherung. Das heißt, die Leistungen werden nicht von der KSK festgesetzt, sondern jeweils vom Versicherungsträger. Was aber auch heißt, nur weil du weniger zahlst, kriegst du nicht weniger Leistung, sondern die bezuschussen. Das ist wirklich nur 100% Bezuschussung. Nicht 100%, 50%. Aber das, was sie bezuschussen, bezuschussen sie vollständig ohne Leistungsanspruch. Das meine ich mit 100%. Dass das nicht irgendwie an, es hat in der Form keinen Haken, dass du nicht irgendwie weniger Gegenleistung bekommen würdest. Du bekommst ganz normal, wenn du krankenversichert bist, deine Leistung. Außerdem wird die Einzahlung in die Rentenversicherung gesichert oder zugesichert gewährleistet, war das Wort, was ich gesucht habe. Dann möchte ich noch einmal ganz kurz darauf eingehen. Bei der Krankenversicherung ist ja immer die große Frage, gerade wenn man sich selbstständig macht, soll ich mich privat versichern oder gesetzlich versichern? Habe ich eingangs schon erzählt, ich bin kein Versicherungsexperte. Ich kann nur so generell sagen, aus Erfahrung, auch als Selbstständiger jahrelang, es gibt ein paar große Unterschiede zwischen einer privaten Krankenversicherung und einer gesetzlichen Versicherung. Bei der privaten Krankenversicherung hast du fest vorgeschriebene Beiträge. Das heißt, die variieren nicht nach Einkommen. Das heißt, ob du dann 500 Euro im Monat verdienst, 1.000 verdienst, 10.000 oder 100.000 verdienst. Die privaten Krankenversicherungen haben einfach einen festen Beitrag und den zahlst du halt immer. Egal, ob du jetzt mehr oder weniger verdienst. Das kann ganz günstig sein, wenn du immer mehr verdienst und kann sehr ungünstig sein, wenn du immer weniger verdienst. Gerade auch in Bezug aufs Alter. Denn im Vergleich sind die Beiträge meist doch irgendwie höher. Nicht immer, gerade wenn du zu Spitzenverdienern gehörst, dann kann das sein, dass das sogar auch günstiger ist. Aber über die Jahre hinweg, ich kann dir jetzt nicht sagen, welche Krankenversicherung in 20 Jahren wie viel Beiträge erhebt, aber auch die, das sind halt privat wirtschaftende Unternehmen und die müssen selbstverständlich einmal überhaupt erstmal ihre Kosten reinholen und haben natürlich ein Interesse daran, auch Gewinne zu machen. Das heißt, grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass bei privaten Versicherungen immer auch diese Beiträge kontinuierlich ansteigen über die Jahre. Und es gibt viele, gerade Selbstständige, die in der privaten Krankenversicherung waren, dass es, wenn sie im Alter weniger verdienen, dass sie Probleme haben, auch die Beiträge zu leisten. Und kommen wir zum nächsten Vorteil. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig, aus der privaten Versicherung wieder in die gesetzliche zu kommen. Und deswegen ist dieser Schritt in die private Versicherung, häufig hat man bessere Leistungen und sowas, also man kriegt auch häufig mehr für sein Geld, sollte man sich aber überlegen, weil der Weg zurück ist schwierig und deswegen häufig für viele Fälle ist es irgendwo schon irgendwie eine Einbahnstraße. Die gesetzliche Versicherung ist die ganz normale gesetzliche Krankenversicherung. Diese Versicherungsbeiträge richten sich nicht nach dem, was du bekommst. Also bei der privaten kannst du zum Beispiel auch mehr buchen und bezahlst dann einfach mehr. Kannst du zum Beispiel sagen, Mensch, ich möchte im Krankenhaus bitte immer nur vom Chefarzt im Einzelzimmer behandelt werden, zahlst du halt ein bisschen mehr und dann, ja, zahlst du halt ein bisschen mehr für diese Gegenleistung. Bei der gesetzlichen Versicherung richtet sich das nicht nach so einem Katalog, wo du dir die Leistung aussuchen kannst, sondern nach der Höhe deines Einkommens. Das heißt, es ist ein bisschen wie unser gesetzliches Sozialsystem einfach orientiert, dass Leute, die weniger verdienen, weniger bezahlen und Leute, die mehr verdienen, mehr verdienen. Da gibt es auch eine Beitragsbemessungsgrenze, das heißt, in einer gewissen Höhe steigt das nicht mehr weiter. Und genau, es richtet sich nach der Höhe des Einkommens. Dadurch ist die gesetzliche Krankenversicherung häufiger mal günstiger, zumindest bei denen, die nicht zu den Spitzenverdienern gehören. Allerdings ist die Leistung häufiger auch geringer. Bezuschusst werden kann beides von der Künstlersozialkasse. Wie gesagt, die Künstlersozialkasse ist ja nicht die eigene Versicherungsträger, deswegen bezuschusst die KSK sowohl private Versicherung als auch die gesetzliche Krankenversicherung. Genau.
Das habe ich in einem ähnlichen Kontext schon einmal erwähnt. Sie übernehmen halt 50%. Das kann bei einem jährlichen Einkommen von, eben habe ich 10.000 Euro genommen, von 24.000 Euro ist es ein Krankenversicherungsbeitrag monatlich von 146 Euro. Ansonsten halt das Doppelte. Und hier sieht man dann schon, das ist schon echt Beträge, die es sich lohnt, ein wenig sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wie werde ich Mitglied? Erster Schritt wäre, besuche erstmal die Seite der Künstlersozialkasse. Da findest du alle Informationen. Dafür brauchen wir kein Webinar machen. Aber hier möchte ich nur hinweisen, die Künstlersozialkasse bewertet wirklich jeden einzelnen Fall. Und das habe ich auch schon erzählt, das ist ein bisschen aufwendiger. Und deswegen dauert das auch so ein bisschen länger. Das dauert wirklich teilweise bis zu einem Jahr, teilweise länger, bis die Künstlersozialkasse wirklich zu einem finalen Statement gekommen sind. Also die schauen sich wirklich die individuellen Verhältnisse bei dir an. Deswegen auch, David, für dich, bring ein bisschen Ausdauer mit. Natürlich jetzt, um rein sich erstmal vorzuinformieren, würde ich einfach erstmal anrufen. Aber um es wirklich zu prüfen, dauert es lange. Was solltest du mitbringen für den ganzen Antrag? Leistungsnachweise, das heißt, du musst irgendwie nachweisen, dass du wirklich unabhängig, nachhaltig, selbstständig tätig bist. Das sind zum Beispiel Verträge mit Auftraggebern, zum Beispiel Rechnungen, die du geschrieben hast, Bilder, Werke, Veröffentlichungen, was du gemacht hast, vielleicht eine Webseite und so weiter. Das heißt, du musst irgendwie nachweisen, dass das, was du tust, dass du das auch wirklich tust. Und du brauchst irgendwie Nachweis der dauerhaften Tätigkeit. Da ist zum Beispiel aber auch so eine steuerliche Registrierung und zum Beispiel aus dem Kontext dessen, dass du das jetzt auch langfristige Verträge beispielsweise mit Auftraggebern abschließt und so weiter, geht da hervor, dass du eine gewisse nachhaltige Tätigkeit hast. Aber das wirst du im Antragsverfahren definitiv nachweisen müssen. Und dann wird dieser Antrag wirklich bis ins kleinste Detail geprüft. Also sind da sehr, sehr gründlich. Meiner Meinung nach auch vollkommen zu Recht, weil ich meine, wenn du da drin bist, dann sparst du da ordentlich. Und ich finde das Angebot sehr, sehr gut. Ist manchmal halt, also ein Jahr lang Antrag ist halt schon echt lang. Das heißt auch für alle Leute, die sich gerade selbstständig gemacht haben und überlegen, selbstständig zu machen, kümmert euch darum idealerweise schon relativ am Anfang, weil das ein echt langwieriges Verfahren sein kann. Wenn ihr Themen habt, die euch in Zukunft noch interessieren, dann bin ich absolut offenen Ohr und würde gerne von deinen Anregungen hören, welche Themen du dir für die Zukunft wünschst. Wir haben auch viele kurze Videos, also natürlich nicht nur die Webinare, sondern auch kürzere Erklärvideos und schaut euch da gerne mal vorbei, was wir auf dem Kanal hochgeladen haben. Das letzte Video zum Beispiel, ich höre wahnsinnig viel, sorry für den Ausdruck, Bullshit über die Kleinunternehmerregelung. Gibt so viel Irrglaube, so viel Verwirrung über die Kleinunternehmerregelung und dazu haben wir letzte Woche ein Video hochgeladen. Schaut euch das gerne mal an. Wahnsinn, teilweise wird da auch viel, viel, viel Geld liegen gelassen aufgrund von Irrglaube, weil Leute glauben, dass irgendwas ist, wie es ist, weil auch gerade über die Kleinunternehmerregelung unglaublich viel Quatsch im Internet geschrieben und auch in so Social-Media-Gruppen. Lasst euch nicht von Social-Media-Gruppen beraten, sondern sprecht idealerweise mit Leuten, die das beruflich machen. Eine Frage haben wir, glaube ich, noch. David, falls man nur die Krankenkasse hat, für die Rente aber privat vorsorgt, lohnt sich die KSK dann eher nicht oder lohnt sich dann eher nicht? Die Frage ist tatsächlich, also die Frage stellt sich in der Form tatsächlich gar nicht, ob du Krankenversicherung hast oder nicht, weil wenn du unter die Rahmenbedingungen der Künstlersozialkasse fällst, dann ist es eine Pflichtversicherung und dann musst du das, dann hast du quasi die Versicherungspflicht, dich da zu versichern. Deswegen musst du ja nicht alles offenlegen, wenn du mit der Krankenversicherung, mit der Künstlersozialkasse sprichst. Aber wenn du in die Kriterien der Künstlersozialkasse fällst, dann ist es kein ach, vielleicht mache ich es oder vielleicht mache ich es nicht, sondern dann bist du wirklich pflichtversichert. Deswegen würde ich dir da auch empfehlen, deswegen reines informatives Gespräch, ob das für dich relevant ist oder nicht, ist ja der eine Part. Wenn du jetzt wirklich sagst, du bist in erster Linie wirklich schwerpunktmäßig Gewerbe und hast überhaupt keinen künstlerischen Anspruch, will ich dir nicht unterstellen, aber wenn kein künstlerischen Schwerpunkt oder Hauptfokus in deiner Arbeit, dann mach's halt eher so, dass es mehr eine gewerbliche Tätigkeit ist. Aber tatsächlich, wenn du in der Künstlersozialkasse bist, dann bist du komplett in der Künstlersozialkasse und dann bist du da auch Versicherung, also dann bist du auch verpflichtet. Du kannst da jetzt nicht hingehen und sagen, ich gehe hin, aber nur für die Krankenversicherung und Rente mache ich irgendwo anders. Das geht nicht. Ich bedanke mich für eure Zeit und wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao, ciao.